Märklins jetzt ausgeliefertes Modell eines Kittel-Dampftriebwagens ist eine komplette Neuentwicklung und hat ihr Vorbild bei der Badischen Länderbahn. Das Fahrgestell besteht aus Metall, das Gehäuse aus Kunststoff. Ein digitaler MFX-Decoder steuert den Motor und das verleiht dem Modell ausgezeichnete Fahreigenschaften. Die Zugkraft ist jedoch wegen des geringen Gewichts und eines fehlenden Haftreifens beschränkt. Die Bedruckung ist Märklin-typisch lupenrein, die schwarzbrünierten Räder und das niedliche Gestänge derselben Farbe gefallen. Tadellos ist auch die filigrane Detaillierung. Sie erfordert indes einen behutsamen Umgang mit dem Modell. Der Dampftriebwagen ist ein Vertreter der Epoche 3, das ist die Zeit der Deutschen Bundesbahn von 1945 bis 1968.